Freunde des Grillens, heute geht es um diesen Kandidaten hier. Wir trauen uns mal wieder an Hähnchen. Wir haben das lange Zeit nicht gewagt, weil wir uns an so einem Fertigbroiler stand, Schande auf unser Haupt, so ein Hähnchen gekauft haben und es ging uns danach wirklich, wirklich tagelang sehr, sehr schlecht. Aber das hier haben wir aus einem Weber Grillshop in Potsdam. Der hat so ganz tolle Sachen von Otto Gourmet immer und das ist wirklich sehr hochwertiges Fleisch. Ein Schwarzfederhuhn. Und wir spießen das Hühnchen auf dem Rotisserie-Spieß und grillen das Ganze drehenderweise in unserem Bräuking-Gasgrill. Wir rubben das gute Stück mit Texas Chicken Trockenmarinade von Ankerkraut. Haben wir schon sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Und vorher müssen wir das ein bisschen, Micky, mein Grillcoach hinter der Kamera, mit Olivenöl bestreichen. Jetzt ist die Sonne auch weg, jetzt sieht man es deutlich besser, das ist viel schöner. Ja, genau. Einfach hier mal ein bisschen Olivenöl drauf, weil es ein bisschen trocken hat, aber weil wir vorher das Bändchen abmachen. Aha, Moment. Oh, ich weiß ja auch nicht, ne? Aber das hier sind die Füße, ne? Die da im Hintern drin stecken. Ja. Ein bisschen grenzwertig ist es schon auch, ne? Aber wenn das fertig ist, gibt es natürlich wenig, was da das toppen kann, geschmacklich. So. Vermutest du? Ja. Okay. Ich gehe davon aus, dass wir das gut hinkriegen. Jetzt Olivenöl drauf. Genau. Ab jetzt, nachdem ich das Hähnchen schon angefasst habe, darf ich hier nichts mehr anfassen anderes. Keine Verpackungen, weil der Micky mit so Hähnchen und Keim wirklich sehr vorsichtig ist nach unserem kleinen Trauma. Jedes beim Essen einfach wirklich wichtig. Ja, das ist es, das stimmt. So, ich treibe das jetzt hier also ein. Genau. Und du hol ruhig auch die Füße wieder raus. Also. Okay. Oh, was? Stümpfe. Es sind Stümpfe. Okay. Oh. Ach, manchmal ist Grill noch eine Herausforderung. So, okay, und das jetzt... Das reicht aber, ne? Das, ja, ich würde sagen, das reicht. Das ist jetzt klebrig genug für die Trockenmarinade, die ich jetzt auch nicht anfassen darf, weil, ne, Hähnchen und so. Das musst du jetzt auch du raufstreuen, Micky. Da darf man es auch gut meinen, ne? Ja, das hörst du für die Rückseite aber auch mit. Danke. So, aber das reicht, oder? Ja. Genau, den letzten Rest nochmal... Wir sind ja sparsam, ne? Genau. So, und dann nimm dir mal den Rotisserie-Spieß. Aber jetzt zieh ich die Handschuhe aus. Nee, ich, also, weil ich es nochmal anfassen muss, gleich an. Brennt ja jetzt eh gleich alles weg. Da brennt alles, genau. Ne? Deswegen, man soll auch so ein Hähnchen vorher nicht waschen. Das machen ja ganz viele. Aber es brennt sowieso alles weg auf dem Grill, was da möglicherweise an Keimen dran ist. Und wenn man das wäscht in der Küche, hat man die Keime überall in der Spüle. Also lieber halt sein lassen. Noch nicht ranmachen. Nee? Nee, leg mal das Hähnchen. Ich habe mich schon gefreut. Nein, noch. Okay. So, jetzt nimmst du nochmal einen Spieß dort. Also einen, so eine Handkraken. Ach ja, das muss ja da, stimmt. Das muss ja dazwischen, ne? Wie nennt man das eigentlich? Eine Kralle? Eine Kralle, ja, wir nennen das Kralle. So, also das ist der Aufbau, wie er ungefähr schon mal gleich aussehen wird. Jetzt müssen wir das hier mal positionieren. Das Hähnchen soll hier über der Mitte ungefähr dann sich drehen, ne, Micky? Genau. Okay, das heißt, ich mache das jetzt hier schon mal fest, richtig? Genau. So, jetzt nehme ich das nochmal runter, mache das Hähnchen drauf und stecke die andere Seite drauf. Genau, richtig. Und jetzt kannst du mit den Krallen, also einmal richtig durch einfach. Oben ist ja der Hals offen. Dann kannst du einmal durch. Der Hals ist offen? Ja. Da musst du nur richtig hier. Ah, okay, das muss ich jetzt bloß treffen. Genau. Ah, hier. Genau. Okay. So, und jetzt versuch mal schön mit deinen Krallen alles so zu machen, dass ich nicht viel bewegen kann, weißt du? Ja. Oh ja, so. So, super. Und dann. Okay, und die andere Kralle. Genau, jetzt. Den zweiten von oben. Ja, so sieht's doch gut aus, oder? Super, kannst du mal drehen. Mein erster Rotisserie-Spieß. Super, guck mal da hinten ganz die entspannte Position. Und das Beinchen, das wird verbrennen, aber das essen wir eh nicht mehr. Das ist doch egal, oder? Ja, na gut. Weil das ist. Ja, wegen der Schönheit würde ich es immer ranmachen, aber nee, dann lass so. Okay, und dann machen wir oben den Spieß auch mal fest, ne? Handwerk hier. Huh. Richtig Handwerk, ja. So, okay. Jetzt kannst du den Spieß einmal einhängen. Das muss hier durch, ne, durch diese kleine... Oh, passt. So, und das... Aber hinten bist du nicht drin, ne? Nee. Würde ich sagen. Guck mal, du musst ja hier auch aufsitzen. Guck mal, du sitzt ja gar nicht auf dem... Ach so, ah, verstehe. Aha. Genau. So, jetzt aber, ne? So, und dann kannst du da hinten einmal drauf drücken und mal gucken, ob er startet, der kleine Vogel. Ach so, das hier ist jetzt der Motor von dem ja, Ding. Genau. So, Stecker ist schon drin. Genau. Und
jetzt drücke ich wo genau rauf? Da hinten ist der Knopf. Ah ja. Genau. Ein roter Schaltknopf, sodass man es auch auf gar keinen Fall falsch machen kann. So, und jetzt kannst du mal gucken, ob er sich richtig rumdreht oder falsch rum. Ist das nicht völlig Schnuppe? So läuft das ganze Fett nochmal auf der Haut sozusagen entlang. Also kannst du schon wunderschön lassen, würde ich sagen. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Alufolie drunter gelegt, damit das tropfende Fett aufgefangen wird. Und jetzt ist es soweit, den Grill anzumachen, ne? Ja. Und wieso gibst du mir dafür ein Feuerzeug? Ja, weil da hinten tatsächlich die Piazzo-Zündung kaputt ist, irgendwie bei dem Grill. Gleich von Anfang an war die kaputt. Oh, Frechheit. Ja, okay. Ja, das hat nie richtig funktioniert. Aber kannst du hinten anmachen. Oh, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Schlägt mir jetzt hier irgendwas entgegen. Nein, einfach Gas erstmal aufdrehen wieder. So. Überwinde deine Angst. Geh mit dem Feuerzeug da bitte ran. Mach's an und jetzt dreh auf. Und das war's schon. Oh, es war gar nicht so schlimm. Nein. Okay, und jetzt wie groß und wie klein oder wie groß? Einfach volle Kanne. Volle Dröhnung. Ja. Okay, das ist ja jetzt auch volle Dröhnung. Genau. Und wir können unten Hitze. Links und rechts die beiden Brenner auch schon mal anmachen, so auf ganz klein. Aber jetzt sehe ich hier nichts, was brennt. Ich guck gleich nochmal. Mach bei dir jetzt den anderen nochmal an und dann gehe ich gucken. Welchen denn? Den? Ja. So, muss ich da jetzt auch die Piazzo-Zündung nochmal machen? Ja. Kleinste Stufe. Ich finde, es hat gerade ziemlich gut geklappt. Ja, genau. Ja? Nach dem 10. Versuch. So, jetzt mach ich zu? Ja, Wege zu, gute Reise und dann gucken wir mal. Inzwischen sind alle ganz hungrig. Es sind auch schon 2 Stunden vergangen, aber das sieht ja wohl mal perfekt aus. Wir messen jetzt nochmal vorsichtshalber Kerntemperatur, weil Hähnchen am besten durch. Wobei die Frau im Laden uns gesagt hat, es kann auch rosa sein, ne? Ja. So, ich piek's hier rein, Micky. Na, ich würde in die Brust gehen, ja, aber. Ich glaube, das hier mal jetzt mal aus und muss anmachen. Ach so. Heute ist echt nicht mein Tag. Ne? So, jetzt ist es an. 80 Grad, ja, das haut hin. Okay, Handschuhe. Die Handschuhe anziehen, genau. Also, ich würde vorher lose machen. Locker. Nee, die Greifer. Ach so, ja, genau, das ist sinnvoll. Sinnvoll. Der Kleinste in der Runde ist auch ganz hungrig. Ja. So, huch. So. Okay. Genau, jetzt einfach runterschieben. Ja, genau. Ja, das ist doch mal super mega knusprig lecker. Hm. Und jetzt die Sache mit dem Anschneiden, ne? Und mit dem Kosten. Nee, du kannst erstmal ein kleines Stückchen probieren einfach. Dann brauche ich ein Messer. Ich hole schnell einen Moment. Ja, es sollte auch eine reine Gabel reichen, glaube ich. Ja. Ich hoffe jetzt mal, dass es zart genug ist, dass eine kleine Gabel reicht, um ein kleines Stückchen zu probieren. Oh ja, es geht doch gut, oder? Oh, das ist lecker. Oh, aber da geht die Haut weg. Das ist doch das Beste. Ja, ist der Versuch nach Ewigkeiten wieder Hähnchen. Mmh. Mmh. Mega zart. Mmh. Und wir haben nicht so viel Rub dran gemacht und trotzdem ist der Geschmack wirklich bis ins weiße Fleisch reingezogen. Ja? Oh, das ist sehr, sehr lecker. Also ich könnte mich wieder an Hähnchen gewöhnen, Micky. Ich glaube, dass dich das auch überzeugt. Na dann, Feuer. Schwarzfederhuhn. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch da lassen, abonniert den Kanal und besucht uns gerne auch mal bei Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal. Lecker.